Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr in Roblox Studio einen Bannhammer erstellt, den nur der Admin aufheben kann, weil sonst stirbt man. Und mit dem Bannhammer könnt ihr natürlich entweder Leute töten, sie aus dem Spiel kicken oder sie aus dem Spiel bannen. Und hier seht ihr immer die Sicht von der anderen Person. So, zuallererst müssen wir natürlich den Hammer an sich erstellen, heißt das Tool. Dafür gehen wir in den Workspace, drücken auf das Plus, fügen ein Tool hinzu, drücken dann bei dem Tool auf das Plus und fügen dann ein Part hinzu. Und damit haben wir unser erstes Part und dann müssen wir das einfach alles formen, so dass es uns halbwegs passt. Wie man ein Tool in Roblox erstellt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich habe in dem Video auch gezeigt, wie man das in Blender erstellt, importiert. Schaut euch das gerne an, das ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Wir skippen den Punkt, wo wir jetzt das Tool erstellen. So, ich habe das Tool jetzt erstellt. Wichtig ist, die einzelnen Parts sind alle nicht geankert. Das heißt, die fallen auseinander. Damit wir dagegen halten, wähle ich hier alle Parts in dem Tool aus. Gehe hier oben auf Model, dann auf Create und dann auf Weld. Und jetzt sind die zusammengeweldet, die halten jetzt fest. Und wichtig ist, dass ein Part in dem Hammer natürlich Handle heißt, damit Roblox weiß, wo denn gegriffen werden soll. Wie man den Grip arbeitet und so weiter, erkläre ich wie gesagt in dem anderen Video. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen. Ich drücke hier einmal auf Play und dann seht ihr, hier haben wir den Hammer. Den kann ich schon mal aufheben und viel kann man mit dem noch nicht anstellen und das zeige ich euch jetzt. Dafür fügen wir hier zum Hammer über das Plus ein Script hinzu und dazu sei einmal gesagt, in Roblox sollte alles, was der Client macht, auch in einem Client-Script beschrieben werden, sofern das möglich ist. Und so solltet ihr das auch richtig machen. In dem Video hier zeige ich euch aber der Einfachheit halber alles in einem Server-Script, was natürlich auf die Performance des Servers geht, wenn der Server sich um alles kümmert. Wenn ihr wollt, dass ich ein Tutorial mache, in dem ich dann ausführlich erkläre, wie man das mit Client-Scripts und den Server-Requests handhabt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde das Video aber auch erst dann machen, wenn es genügend Nachfrage gibt. Das Script benenne ich jetzt einfach mal um in Bannhammer-Script und wir gehen einmal in das Script rein und löschen das Hello World raus. Zuallererst müssen wir uns Gedanken machen, was könnten wir für Services gebrauchen. Ich kann es euch schon mal sagen. Wir brauchen erstmal den Player Service, das heißt Game Doppelpunkt Get Service Players und wir brauchen auch den Replicated Storage. Wofür seht ihr nachher? Game Doppelpunkt Get Service Replicated Storage. Wie man ein globales Bann Script schreibt, das werde ich in diesem Video nicht erklären, weil sonst wird das Video zu lange dauern. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Bannhändler. Pack den hier in den Server-Script-Service rein. Bam. Ist dann einfach ein Modul, das sich um die Buns kümmert. Und wir sagen jetzt hier local bun-handler ist gleich require game doppelpunkt get service server-script-service doppelpunkt find first child bun-handler. Wir können ja einmal sehen, bun-handler hat Funktionen Server-Bun und Perm-Bun. Und das sind dann Funktionen, auf die wir zugreifen werden über unseren Hammer. Ihr könnt dafür gerne HD-Admin-Bun-System nutzen, euer eigenes Bun-System nutzen oder wie gesagt ein Bun-System, das ich euch vielleicht noch in einem zukünftigen Tutorial zeige, wenn ihr danach fragt. Wir machen jetzt erstmal weiter. Der Bun-Hammer wird verschiedene Modi haben, deswegen legen wir hier erstmal einen Type fest. Und den Type, den nenne ich dann einfach Modi, damit wir erstmal wissen, was der Hammer können soll. Und zwar einmal der Modus einfach nur Kill oder der Modus Kick oder der Modus Server-Bun oder der Modus Perm-Bun. Und nun brauchen wir den Bannhammer. Dafür schreiben wir Local Bannhammer. Und wir machen daraus ein Modul. Auch wenn es bei einem Tool mit den ganzen Connections nicht so ganz Sinn macht, weil das nicht so gut supportet wird, machen wir trotzdem Bannhammer. Ist gleich ein Objekt. Und in dem Objekt befindet sich dann zum Beispiel die Variable Bannhammer.tool. Und das ist gleich Script.parent. Sprich, Script.parent, das ist dann dieses Tool hier. Bannhammer.hammerKopf ist auch wichtig, weil wir wollen ja gucken, wo der Hammer den Spieler trifft. Dementsprechend sagen wir dann ist gleich Bannhammer.tool, Doppelpunkt, findFirstChild, Hammerkopf. Und den Hammerkopf habe ich ja auch extra Hammerkopf genannt, während ich alle anderen Parts Hammerpart genannt habe. Heißt, der Hammerkopf heißt, das Ding hier heißt bei mir Hammerkopf, weil das ist dann auch das Part, das mit den anderen Spielern colliden muss, damit sie gebannt werden. So, natürlich ein paar Konfigurationssachen wie Bannhammer.debounce. Packen wir mal auf 0,7 Sekunden. Bannhammer.modus müssen wir natürlich einstellen. Wenn ihr wollt, dass wir den Bannhammer so einstellen können, dass der Modus geswitcht werden kann, kommen wir später noch zu. Wir stellen den Modus jetzt erstmal auf Kill und schreiben dann hier hinter Doppelpunkt Doppelpunkt Modi. Das ist einfach nur dafür da, dass wenn wir den Modus dann mal umstellen und sagen dann einfach Server Bam, dann streicht er hier einen Fehler an und sagt Yo, cannot cast to Modi. Es muss Kick, Kill, Perm Bun oder Server Bun sein. Und wir nehmen in dem Fall einfach mal Kill. Wir können den Modus später natürlich umstellen, auf welchen Modus wir auch immer möchten. Für den Bannhammer ist es natürlich wichtig zu wissen, wer ist der Besitzer. Aktuell ist der Besitzer erstmal Nil und
Der Type ist natürlich Player or Nil. Bannhammer Punkt, sagen wir mal, Verdict. Hier raus machen wir dann mal ein Table. Weil wir wollten ja einstellen, dass der Hammer nur von dem Admins benutzt werden kann. Und dafür muss der Bannhammer wissen, wer ist denn würdig, den Hammer zu halten. Und ich nehme da einfach mal die User-IDs von mir, von Victor, von Felix und von Player 1. Ich mache das so, dass man die Spieler-ID nehmen kann oder dass man den String nehmen kann. Dass der einen Fehler anstreicht, falls man das falsch einschreibt, könnten wir hier auch wieder Doppelpunkt und dann a Table mit String or Number schreiben. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt einfach mal True reinschreibe, dann schreibt er mir, hier ist ein Fehler, True funktioniert nicht. Und der Bannhammer muss natürlich schon wissen, wer schon vom Server gebannt ist. Und dafür schreiben wir Server Bans ist gleich. Nun erstelle ich noch Variablen für die ganzen Bannhammer Connections. Das könnt ihr theoretisch sein lassen. Es ist halt nur praktisch, die Connections so im Überblick zu haben, weil wenn ihr den Überblick über eure Connections verliert, kann es sein, dass ihr vielleicht aus Versehen zu viele Connections erstellt und dann irgendwann euer Server crasht. Deswegen sagen wir Bannhammer.connections ist ein Table und Bannhammer.connections, ich hätte gern S dahinter natürlich, .activated ist gleich nil. Und das Ganze machen wir dann noch mit allen anderen Connections, die wir benutzen könnten. Und ein Tool hat nicht nur activated, sondern auch deactivated. Und dann gibt es natürlich dasselbe noch mit equipped und unequipped, changed, touched. Und wir werden später auf jeden Fall noch player edit verwenden, damit ihr so ein Grundverständnis von Server-Buns bekommt. Deswegen werden wir in dem Hammer einmal die Server-Buns handeln, damit ihr wisst, wie es geht. So stellen wir alles auf nil, die werden wir später erst brauchen. Nun fangen wir an mit unseren Funktionen. Yay! Nehmen wir mal ein bisschen Abstand und schreiben dann Function Bannhammer Doppelpunkt ist connected in Klammern. Und dann sagen wir Connection Name ist ein String. Und hier schreiben wir dann einfach nur rein Return Self.Connections in eckigen Klammern Connection Name and Self.Connections in eckigen Klammern Connection Name.Connected. So, das sieht jetzt für euch vielleicht ein bisschen erschlagend aus. Das ist dann einfach nur eine Funktion, die abfragt, ob eine dieser Connections wirklich connected ist. Falls ihr nicht wisst, was Connections sind, da kommen wir später zu. Falls ihr schon wisst, es guckt einfach, existiert diese Connection überhaupt? Wenn nicht, dann returnt er nil. Und wenn die Connection existiert, ist sie denn noch connected? Und wenn ja, dann return einfach connected, den Wert. Wenn es false ist, dann return to false. Und wenn sie nicht existiert, return to nil. Das ist einfach nur da, um später zu wissen, ist das schon connected oder ist das noch connected, damit man weiß, wie man mit den Connections handhaben kann. Jetzt kommen die lustigen Funktionen, sowas wie Function Bannhammer Doppelpunkt Kill. Weil wir wollen ja auch, dass der Bannhammer Leute killen kann. Und weil wir wahrscheinlich mit Spielern arbeiten werden, nehmen wir hier auch erstmal hier den Spieler rein. Doppelpunkt Player. Und wenn wir einen Spieler haben, den wir killen wollen, müssen wir natürlich erstmal den Character getten. Das heißt, Local Character, hoch rück ich mal ein, ist gleich Spieler.Character. Und wir müssen gucken, wenn der Character nicht existiert, kann man ihn auch nicht killen. Deswegen wird dann gar nichts gemacht. Im anderen Fall sagen wir, if Character and Character Doppelpunkt Find First Child, which is a Humanoid, weil wir brauchen auf jeden Fall auch ein Humanoid, then Character.Humanoid Doppelpunkt Take Damage. Und dann sagen wir einfach Math.Huge. Das bedeutet, wenn der Character existiert und wenn in dem Character auch ein Humanoid drin ist, dann kriegt, sonst ist es einfach nur dafür, dass falls der Humanoid aus Gründen nicht da ist, dass kein Error aufkommt, Character.Humanoid Take Damage. Math.huge bedeutet, kriegt, nimm unendlich viel Schaden, das bedeutet, er stirbt. So, dann brauchen wir natürlich noch Funktionen, die sich um die Bans kümmern. Wie gesagt, das werden wir erstmal aussondern, wir kommen später noch genauer rauf. Heißt, wir kopieren uns einfach mal den Spaß hier oben. So, und sagen dann nicht Bannhammer.kill, sondern Bannhammer.serverban. Und hier können wir dann einfach callen self.kill. Spieler. Wir könnten das auch weglassen, weil der Spieler wird ja sowieso am Ende gekickt. Aber es sieht cooler aus, wenn der Spieler stirbt, kurz bevor er gebannt wird. Und dann sagen wir hier erstmal Bannhändler Doppelpunkt Serverban Spieler, Komma. Und dann können wir noch eine Message mitnehmen. Und in unserem Beispiel habe ich ja geschrieben Kaboom. Also wenn der Spieler dann geserverbannt wird, dann kriegt er die Message, du wurdest gebannt. Kaboom. So, und diese Funktion kopieren wir dann noch einmal. Nennen die dann nicht Serverban, sondern Permban. Wir nennen hier auch das in Permban um und können hier was anderes schreiben wie, keine Ahnung, Dish. So, damit haben wir unsere Kill, unsere Serverban und unsere Permban-Funktion. Auf die Serverban-Funktion kommen wir noch zurück. Ich zeige euch da einmal, wie man die grob macht. Dann sagen wir noch Function Bannhammer Doppelpunkt ist gebannt Spieler. Und hier checken wir einfach mal, ob die Person gebannt ist. Und das läuft dann ganz einfach mit einem Loop. Schreibe ich mal hier so, also for User-ID in pairs self.serverbans do
If user-ID ist gleich Spieler.user-ID, dann return true. Es checkt einfach von allen User-IDs, die hier in Serverbann eingetragen sind. Jo, ist es der oder nicht? Wenn true, dann wird er wieder gekickt. So, dieser Grundaufbau ist jetzt da. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen mit Abstand runter und fangen dann an mit weiteren Funktionen. Zum Beispiel, wir brauchen auf jeden Fall eine Funktion, um den Besitzer des Hammers zu getten. Das heißt, Bann, Hammer, Doppelpunkt, Besitzer, getten. Und die schreiben wir mal ganz simpel. Return if self.tool.parent.name ist gleich Backpack, then. Wir prüfen erstmal, ob das Tool sich gerade in einem Ordner befindet, in der Backpack heißt, oder in einem Parent befindet, der Backpack heißt. Das ist natürlich der Rucksack von den Spielern, wenn der Bannhammer nicht ausgerüstet ist. Dann self.tool.parent.parent. Und falls es nicht Backpack heißt, dann sagen wir else players. Und da kommt unsere Variable players hier oben. Ihr habt die vielleicht anders genannt. GetServicePlayers. Doppelpunkt getPlayerFromCharacter. Self.tool.parent. Das bedeutet, diese Funktion hier gettet jetzt entweder den Spieler über den Backpack oder sie gettet den Spieler über PlayersGetPlayerFromCharacter, wenn das Tool ausgerüstet ist. Wenn das Tool nicht ausgerüstet ist und die Funktion gecallt wird, dann würde am Ende nil rauskommen. Und das macht ja auch Sinn. Hat es keinen Besitzer, weil der Hammer gerade von niemandem ausgerüstet ist, sondern einfach nur rumliegt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, ist egal. Die Funktion funktioniert. Das ist das Einzige, was ihr missen müsst. Jetzt schreiben wir natürlich noch eine Funktion, die checkt, ob der Besitzer denn würdig ist. Dafür sagen wir dann Bannhammer Doppelpunkt ist würdig. Und als allererstes checken wir if self.besitzer ist gleich null, then return and. Weil wenn der Bannhammer von niemandem besessen wird, dann ist der Besitzer auch nicht würdig. Dann ist es aber auch vollkommen egal. Und jetzt machen wir einmal einen Loop. Wieder for, Unterstrich, Komma, ID oder Name. Weil wir haben ja hier in unserer Tabelle entweder User-IDs oder Spielernamen eingetragen. In pairs self.würdig do. Und jetzt prüfen wir erstmal, if type of ID oder Name ist gleich in Anführungsstrichen String and self.besitzer.name ist gleich ID oder Name. Das ist der eine Fall. Also wenn der Name, durch den wir gerade durchloopen, ein String ist und der Name gleich ist mit dem Namen vom Besitzer. Oder, jetzt müssen wir den anderen Fall checken. Und das schreibe ich einfach nur, damit es leichter zu lesen ist, in die zweite Zeile. Type of ID oder Name ist gleich in Anführungsstrichen Number. And self.besitzer.user-ID ist gleich ID oder Name. Then, ziehe ich mal das Endchen zurück nach hinten. Return true. Das heißt, es guckt einfach für alle IDs und Namen, die wir hier drin stehen haben. Wenn es eine ID ist, guck, ob die ID mit der ID des Besitzers übereinstimmt. Wenn es ein Name ist, guck, ob der Name mit dem Namen des Besitzers übereinstimmt. Wenn ja, return true, wir sind fertig. Wenn nein, dann läuft das einfach aus und es wird nichts returned. Das bedeutet, der aktuelle Besitzer ist nicht würdig. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir denn mit dem, wenn er unwürdig ist? Ich schreibe hier die nächste Funktion. Function Bannhammer Doppelpunkt ist unwürdig. Und jetzt müssen wir einmal kurz an die Zukunft denken. Wir wollen später, wenn der Bannhammer aufgehoben wird, prüfen, ist die Person, die versucht, den Bannhammer aufzuheben, überhaupt würdig, den Hammer zu halten? Wenn ja, dann soll er ihn halten. Wenn nein, dann soll er ihn wieder fallen lassen. Jetzt ist die Sache, wenn wir jetzt sagen, sofort, nachdem er den aufgehoben hat, soll er ihn wieder fallen lassen, dann würde Roblox sagen, wir können den jetzt nicht sofort fallen lassen, wo er ihn wieder aufhebt. Deswegen müssen wir tatsächlich erstmal task.wait hinzufügen. Es würde auch ohne den gehen, aber dann habt ihr die Konsole voll mit nervigen Warnmessages. Und jetzt sagen wir erstmal self.tool.parent ist gleich RS. Der Replicated Storage, den wir hier oben gegettet haben. Wir packen den Hammer erstmal in den Replicated Storage rein. Warum? Weil, wenn wir den Hammer direkt in den Workspace packen würden, würde der Spieler ihn sofort wieder aufheben. Und das wäre dann ein ewiger Loop und der Loop ist nervig. Da würden zu viele Sachen auf einmal getriggert werden. Als nächstes, nachdem wir den Hammer erstmal in den Replicated Storage gepackt haben, sagen wir natürlich self.kill in Klammern self.besitzer. Weil in dem Moment, wo wir den Hammer aufheben, werden wir ja den Besitzer nachher reinschreiben in Besitzer. Der ist ja unwürdig, deswegen wird er gekillt als Strafe dafür, dass er versucht hat, den Hammer aufzuheben. Und jetzt fügen wir ein Wait hinzu, task.wait. Und eine Sekunde ist ein bisschen lang, wenn jetzt viele Leute um den Hammer herumstehen. Ich nehme einfach mal 0.7 Sekunden. Lustigerweise, wir haben ja oben auch einen Debounce. Den haben wir auch auf 0.7 Sekunden gepackt. Wir nehmen einfach den Bannhammer.debounce. Das heißt, wir schreiben hier einfach rein, self
self.debounce. Dann wird noch ein bisschen gewartet. Und nachdem gewartet wurde, sagen wir dann wieder self.tool.parent ist gleich game.workspace. Der Hammer soll ja, nachdem er aufgehoben und weggepackt wurde, auch wieder zurückgepackt werden an seinen Ursprungsort in den Workspace, damit der richtige Besitzer ihn aufheben kann. Und wir warten da einfach ein bisschen, damit er nicht die ganze Zeit aufgehoben, fallen gelassen, aufgehoben, fallen gelassen, aufgehoben, fallen gelassen wird. Es ist einfach nervig. Der Debounce hier ist eigentlich dafür gedacht, also für den Debounce, wie oft man jetzt hintereinander jemanden bannen kann. Aber wir können ihn auch hier nutzen. Wenn ihr da separate Variablen haben wollt, legt sie auch separat an. In dem Fall machen wir das einfach so. Und jetzt kommen wieder ein paar weitere Funktionen. Ich zeige euch mal was, indem ich hier ein Part nehme. Das Part packe ich einfach mal hier so hin. Und ich anchor das einfach mal, weil unser Hammer hat ein kleines Problemchen. Und gegen das Problem werden wir jetzt arbeiten. Hier haben wir ja so einen Weg, hier können wir easy drunter durchlaufen. Wenn ich jetzt aber den Hammer in die Hand nehme, dann stößt er sich so an der Decke. So, ich komme hier gar nicht rein. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass der Hammer mit der Umgebung kolliden kann, wenn wir ihn aufgehoben haben. Wenn wir ihn aber fallen lassen, soll er weiterhin mit der Umgebung kolliden können. Und deswegen machen wir jetzt eine Funktion, die erstmal einstellt, dass der Hammer nicht mehr kollidet, wenn er aufgehoben wurde. Wir schreiben mal wieder Function, Bannhammer. Wie gesagt, ihr könnt dieses Bannhammer-Doppelpunkt jedes Mal weglassen und könnt dann einfach ganz normale Funktionen draus machen. Dann könnt ihr Self nicht benutzen, sondern müsst halt Bannhammer verwenden stattdessen. Aber ich mache es jetzt so, weil dann haben wir dieses eine Objekt. So kriegt ihr zumindest mal einen Einblick in so eine Art objektorientierter Programmierung. Es ist ja nicht wirklich, also hier werden nicht wirklich die Vorzüge genutzt, sondern eher die Nachteile. Das ist egal. Also Doppelpunkt can collide. Und dann nehmen wir die Variable rein. Can collide value. Und das ist natürlich ein Boolean. Und dann machen wir jetzt einen Loop for unterstrich, Komma, part in pairs. Self.tool, Doppelpunkt, get children, do. Das heißt, wir nehmen uns jetzt alle Parts oder alles, was in diesem Bannhammer drin ist, und wir loopen durch alles durch. Und wir können zum Beispiel bei dem Script nicht can collide umstellen. Und falls hier noch andere Sachen drin sind, können wir das vielleicht auch nicht machen. Deswegen checken wir erstmal if not part, Doppelpunkt, is a, in Klammern, base part. Also wenn es kein Base Part ist, sprich kein Part, kein Truss, kein Mesh Part, then return end. Weil dann können wir ja sowieso nicht Can Collide umstellen, dann ist es uns eigentlich auch egal. Im anderen Fall, nicht return end, Entschuldigung, then natürlich continue end. Das hätte ein Problem gegeben, sehe ich gerade. Egal, jetzt haben wir das Problem nicht mehr, then continue end. Dann sagen wir Part.canCollide ist gleich canCollideValue. Weil wir wollen ja von außen einstellen, can collide, ob es jetzt true oder false sein soll. Dann ist die Funktion mehrfach einsetzbar. So, also wir haben jetzt den Hammer, der checken kann, ist der Spieler würdig, der Leute killen kann, der Leute bannen kann. Aber der Hammer, der ist ja noch nicht wirklich in Benutzung. Dafür müssen wir unten noch Connections machen. Aber eine bzw. zwei Sachen fehlen ja an sich noch, bevor wir uns die Connections richtig kümmern können. Und eine dieser Sachen ist auf jeden Fall Function Bannhammer, Doppelpunkt, get Spieler from hit. Das heißt, wenn der Bannhammer dann jemanden geschlagen hat, müssen wir erstmal gucken, ist das ein Spieler? Wenn ja, dann gib mir den Spieler zurück. Und was auch immer geschlagen wurde, nennen wir jetzt hit part. Und das ist natürlich ein base part. Und wir sagen jetzt erstmal if not hit part or hit part not hit part, Doppelpunkt, is a base part or not hit part Punkt parent or hitpart.parent ist gleich game.workspace, then return end. Jetzt haben wir sehr viele verschiedene Bedingungen geprüft. Als allererstes, wenn das hitpart nicht geliefert wurde, können wir sowieso nichts machen, abbrechen. Wenn das hitpart geliefert wurde, aber es kein basepart ist, abbrechen. Wenn es ein basepart ist, aber es kein parent hat, wäre unwahrscheinlich, abbrechen. Aber diese Frage stellen wir nur für die folgende Frage. Und zwar, falls das Parent der Workspace ist, dann kann sowieso kein Spieler sein, also abbrechen. So, diese Sachen sind jetzt alle geklärt. Und jetzt können wir uns darum kümmern, den Spieler zu getten von dem gehitteten Part. Also local character ist gleich hitpart.parent. Local humanoid ist gleich character Doppelpunkt find first child, which is a humanoid. Und jetzt prüfen wir if not humanoid or humanoid. Name is not equal to humanoid, then return end. Also wir gucken jetzt, wenn wir kein Humanoid gefunden haben, ist es kein Spieler. Und falls wir ein Humanoid gefunden haben, aber der Name davon nicht Humanoid ist, dann ist es wahrscheinlich auch kein Spieler, weil
jeder Humanoid in jedem Charakter heißt Humanoid. Das müsst ihr hier nicht unbedingt abfragen. Ich mach's einfach nur, weil vielleicht habt ihr irgendwelche NPCs in eurem Spiel drin, die könntet ihr nicht bannen. Aber da würden wir bei der nächsten Stufe dann eigentlich auch nicht weiterkommen. Und zwar, wir returnen jetzt natürlich den Spieler und dafür sagen wir wieder Return Players Doppelpunkt Get Player from Character Character. Und der returnt halt entweder den Spieler oder er returnt gar nichts, wenn es keinen Spieler gibt, zu dem der Charakter passt. Also dieses Statement hier könntet ihr theoretisch weglassen. Wollte ich euch einfach nur mal zeigen, damit ihr so eine Idee bekommt, was man noch so prüfen könnte, um wirklich sicher zu gehen. Und jetzt fehlt noch die letzte Sache, die wir auf jeden Fall brauchen, um den Bannhammer funktionstüchtig zu machen. Und zwar eine weitere Funktion, Bannhammer Doppelpunkt Untouched. Also die Funktion, was passiert, wenn der Bannhammer denn jetzt aktiviert wurde und etwas getroffen hat. Und da sagen wir wieder Hit Part Doppelpunkt Base Part. Und theoretisch könnten wir Untouched und Get Player vom Hit in eine einzelne Funktion packen, aber es ist immer angebracht, Funktionen in ihre fundamentalen Bestandteile herunterzubrechen. Lieber mehr Funktionen, die klein sind, als eine Riesenfunktion, mit der man am Ende nichts mehr anfangen kann, weil sie zu spezifisch ist. Und deswegen holen wir uns als allererstes den Spieler, und zwar Local Spieler. Und das ist ein Player. Mache ich einfach nur, damit wir später ein bisschen Autovervollständigung haben. Ist gleich Self Doppelpunkt Get Spieler from Hit in Klammern Hit Part. Das heißt, als allererstes wird das hier gemacht. Und wenn das nil returned, also wenn kein Spieler gefunden wurde, sagen wir If not Spieler, then return end. Wenn wir jedoch einen Spieler gefunden haben, dann brauchen wir nicht weiter suchen. Dann können wir die Touched Connection disconnecten. Die werden wir später erst connecten, aber ich zeige euch, das ist jetzt das Äquivalent zu einem Debounce, den wir einstellen. Nur, dass wir es halt nicht mit einem zeitgebundenen Debounce machen, sondern wir sagen, yo, wenn der Bannhammer was getroffen hat, dann hören wir ab jetzt auf, nach weiteren Hits zu suchen, weil sonst wird diese Funktion tausendmal ausgeführt. Das heißt, self.connections.touched Doppelpunkt disconnect. Normalerweise müssten wir vorher noch prüfen, existiert diese Connection überhaupt und ist sie überhaupt connected, aber in dem Fall wissen wir auf jeden Fall, dass sie existiert und noch connected ist, weil die Funktion untouched ja gecallt wurde. Und selbst wenn die Funktion untouched tatsächlich mehrfach gecallt wird und dann disconnected wird und der zweite Call dann trotzdem noch durchläuft und dann disconnected wird, dann interessiert das die Connection nicht, weil mehrfach disconnecten, da denkt sich die Connection, ja, YOLO, ist mir doch egal. In dem Fall könnten wir dann aber jetzt noch weitere Statements machen, ja, wenn schon mal gemacht wurde, dann abbrechen, aber egal. In dem Fall ist es egal. Jetzt müssen wir nur noch checken, was wollen wir eigentlich mit dem Spieler machen. Und da kommen die verschiedenen Modi ins Spiel. If self.modus ist gleich kill, then self.kill in Klammern Spieler. Jetzt sagen wir hier else if self.modus ist gleich kick, then. Dann können wir den Spieler einfach kicken. Also Spieler Doppelpunkt kick. Und hier könnten wir jetzt noch einen String reinpacken. Hier steht, das kickt einen Spieler und wir können hier sowas reinschreiben wie du wurdest gekickt oder so. Ich lasse es jetzt einfach leer. Spieler wird einfach gekickt, ohne dass wir ihm was dazu sagen. Oder natürlich noch für Serverbann und Permbann die weiteren else-ifs. So, also else-if self.modus ist gleich Serverbann, dann self.serverbann-Spieler. Oder wenn es Permbann ist, dann Permbann-Spieler. Wichtig ist natürlich, dass die Modi, die hier prüft, auch exakt übereinstimmen mit den Modi, die ihr hier oben einstellt, weil sonst macht es gar keinen Sinn, dass ihr hier oben überhaupt einen Type eingestellt habt. Wir könnten hier theoretisch, um es ganz sicher zu gehen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Modi überall hinterschreiben, um zu forcen. Und wenn ich jetzt Serverbann zum Beispiel mit einem kleinen B schreibe, sagt er, nein, 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 das ist falsch. Dann hover ich hier einmal rüber und da steht, yo, Serverbann passt nicht zu Kick, Kill, Permbann oder Serverbann. Und wir sehen, Serverbann wird groß geschrieben, das B, also. Und dafür haben wir das gemacht, um zu verhindern, dass wir Sachen falsch schreiben. Ja, das kann sehr schnell mal passieren. So, als allerletztes, das müsst ihr nicht machen, aber ich schlage vor, dass ihr es macht, machen wir noch eine Animation. Und wir machen jetzt eine ganz einfache Animation. Wir nehmen jetzt einfach die Standard-Tool-Animation, die Roblox uns gibt. Und zwar die Slash-Animation in dem Fall. Bannhammer, Doppelpunkt, Slash, Animation. Und dafür erstellen wir eine Variable. Die nennen wir jetzt einfach, keine Ahnung, String, weil wir erstellen ein String-Value ist gleich instance.new String-Value. Und dann schreiben wir hier hinter String.name ist gleich, und der Name muss auf jeden Fall tool-anim sein. Also tool-anim, genauso wie es hier steht. Dann String.value ist gleich slash, weil wir wollen jetzt die Slash-Animation. Ihr könnt auch hier land schreiben. Das ist dann so der Stich, aber mit einem Hammer sticht man nicht zu, mit dem Hammer schlägt man zu, deswegen macht es keinen Sinn. Und String.parent
ist natürlich self.tool. Weil wenn man zu einem Tool so ein String-Value hinzufügt, dann wird diese Animation ausgeführt. Das ist so dieses alte Animieren von Roblox-Tools. Man kann natürlich auch richtige Animationen machen und dann diese Animationen auf dem Spieler playen lassen. Machen wir in dem Fall aber nicht, wir machen es uns einfach. Und jetzt kommt der Spaß. Jetzt haben wir einen Hammer, der theoretisch mit allen möglichen Tools ausgestattet ist, um Spieler zu kicken, zu killen und so weiter. Aber er macht es halt alles nicht. Der Hammer lässt mich immer noch nicht hier unten durchlaufen. Der Hammer kann immer noch nicht schlagen, wenn ich klicke. Er kann nichts. Der Hammer ist schlecht. Aber jetzt kommt die ganze Magie. Wir connecten jetzt alles. Und zwar als allererstes prüfen wir immer wieder den Besitzer. Und dafür sagen wir jetzt banhammer.connections.changed. Ist ja eine der Connections, die wir erstellt haben. Ist gleich banhammer.tool.changed. Und da machen wir jetzt connect function. So, dann haben wir hier unsere Funktion. Und in die Funktion kommt dann auch immer eine Property rein. Und ihr seht hier schon, bei changed ist das ein String. Deswegen schreiben wir hier auch, dass es ein String sein soll. Eigenschaft, Doppelpunkt, String. Und schreiben hier dann dazu, if Eigenschaft is equal to Parent. Also wenn sich der Parent von dem Tool ändert, wenn, ihr könnt natürlich, wenn ihr weniger einrücken wollt, auch sagen, if Eigenschaft is not equal to Parent, then return end. Weil wir wollen eigentlich nur prüfen, falls sich Parent geändert hat. Ihr könnt auch, falls ihr nicht wisst, wer dieses Zeichen hier macht, auch ein ist gleich machen und einfach davor ein not schreiben, hat genau denselben Effekt, ist glaube ich einfacher für euch zu schreiben. Dasselbe, einen Augenblick, haben wir hier oben ja irgendwo noch gemacht. Hier haben wir einmal gesagt, humanoid.name is not equal to humanoid. Ihr könnt stattdessen auch or not is equal to humanoid schreiben. Falls ihr nicht wisst, wie ihr dieses Zeichen macht, das Zeichen macht ihr mit Alt-GR und dann der Taste neben dem Ü, wo ein Plus und ein Sternchen drauf ist und da ist auch dieses Zeichen drauf. So, aber falls die Eigenschaft jetzt auch wirklich Parent ist, dann sagen wir banhammer.besitzer ist gleich banhammer Doppelpunkt Besitzer getten. Und jetzt gibt es natürlich noch den Fall, wenn wir den Besitzer gegettet haben, müssen wir natürlich noch gucken, ist der Besitzer überhaupt würdig. Also sagen wir jetzt if banhammer.besitzer. Also es kann natürlich sein, dass Parent gechanged wurde und der Banhammer jetzt gar keinen Besitzer mehr hat, dann ist es nil. Deswegen prüfen wir erstmal, ob er überhaupt einen Besitzer hat. Und wenn er einen Besitzer hat, and Banhammer Doppelpunkt ist würdig. Also wenn der aktuelle Besitzer würdig ist, then return end. Weil dann sind wir fertig, wir haben den Besitzer geändert und fertig. Aber falls er nicht würdig ist, dann müssen wir ihn bestrafen. Und zwar mit der Funktion Banhammer Doppelpunkt ist unwürdig. Und wir wissen ja, Banhammer Punkt ist unwürdig. Haben wir hier, wartet erstmal. Und dann packt er erstmal das Tool in den Replicated Storage. Und dann killt es den aktuellen Besitzer. Dann wartet es nochmal so 0,7 Sekunden in unserem Fall. Und packt es wieder in den Workspace. Und in dem Moment, wo das Tool in den Workspace gepackt wird, seht ihr selbst, .tool.parent ändern wir. Und wenn der Parent geändert wird, dann wird ja wieder diese Connection hier ausgelöst. Und dann sehen wir hier, banhammer.besitzer ist jetzt nil. Und ihr versteht. Ich hoffe, ihr versteht. Wenn nicht, dann macht es einfach nach. Wenn ihr es nicht versteht, macht es einfach nach. Ihr werdet es irgendwann verstehen, wenn ihr weiter mit Coding seid. Wir können jetzt einmal hier auf Play gehen. Haben wir unseren Banhammer. Heben ihn auf. Huch, müssen natürlich den Handle berühren, um ihn aufzuheben. Und es funktioniert. Ich kann ihn ganz normal aufheben. Wenn ich jetzt aber einmal hier oben auf Test gehe und auf Start gehe, dann spiele ich gleich nicht mit Roblox Conny. Dann spiele ich nämlich mit Spieler 1, Spieler 2 und Spieler 3. Und wir wissen, Spieler 1 ist würdig, haben wir ja so eingetragen. Aber hier auf dem Bildschirm seht ihr zum Beispiel jetzt Spieler 3. Und Spieler 3 ist unwürdig. Das heißt, wir heben den Hammer jetzt auf und sind gestorben. Aber der Hammer ist weg. Er ist durch den Boden durchgefallen. Oder wo ist er jetzt hin? Der Banhammer ist noch im Replicated Storage. Wir haben wohl einen Fehler gemacht. Er wurde nicht zurückgepackt. Also gucken wir nochmal nach, woran könnte das liegen. Ist unwürdig. Self.tool.parent ist gleich game.workspace. Das bedeutet, das ist ja bis zu der Kill-Funktion vorangeschritten und danach ging es nicht mehr weiter. Wir gucken also in die Kill-Funktion rein und wir sehen hier local character ist gleich spieler.character und if character and character find first child humanoid, then character.humanoid take damage. Und dann ist das das Problem. Die Funktion hier wurde zu oft gecalled und er hat wahrscheinlich den Character gar nicht erst gefunden. Also müssen wir erstmal hier oben noch prüfen. If not spieler, then return end. Wenn die Funktion kill gecalled wird, ohne einen Spieler mitzuliefern, dann kann man Spieler nicht mit Character indexen und dann gibt es einen Error und dann bleibt das alles hängen. Um das zu verhindern, können wir hier if not spieler, bla bla, then return end. Wir können aber auch den Ursprung davon nehmen und das ist hier in der ist-unwürdig-Funktion. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel schreiben, if self.besitzer ist gleich nil, then return end. Und dann würde es auch nicht funktionieren. Jetzt haben wir zwei Absicherungen gemacht und lieber zwei Absicherungen als keine Absicherung. Weil einige Connections sich halt sehr oft loopen, kann es dann schon mal passieren, dass so eine Funktion dann doch gecallt wird, obwohl sie nicht gecallt werden sollte. Also können wir jetzt hier nochmal auf Start gehen. Hier haben wir unseren Spieler 3. Wir heben den Hammer auf, sterben sofort und da liegt dann der Hammer ohne uns und wir können ihn halt nicht aufheben.
Wenn ich dann jedoch wechsle, und zwar hier zu Spieler 1, wir klicken hier rauf, sehen dann hier, ich bin Spieler 1, der ist ja würdig, dann kann ich den Hammer auch aufheben und habe damit keine Probleme. Jetzt muss der Hammer natürlich nur noch benutzt werden können und nicht nur aufgehoben. Und dafür machen wir jetzt die nächsten Connections. Wir kopieren uns einfach den Spaß hier, gehen dann eine Zeile nach unten, pasten da alles rein und sagen dann Connections.activated ist gleich Bannhammer.tool.activated. Activated, Connect Function, die Eigenschaft können wir rausnehmen, weil da wird ja nichts reingepackt. Ihr seht, hier ist nichts drin. Und dann können wir das hier wegnehmen und checken stattdessen etwas anderes. Und zwar, wir sagen jetzt, if Bannhammer Doppelpunkt ist connected, touched, then return end. Weil die Connection touched, die werden wir gleich aktivieren. Aber, falls wir jetzt die ganze Zeit activated spammen, weil wir die ganze Zeit Linksklick machen mit dem Hammer, dann soll das nicht immer wieder neu connected werden. Das verbraucht unnötig Rechenkapazität und kann zu Fehlern führen. Also wenn der Bannhammer dann aktiviert wird, ich nehme mal hier alles weitere raus, dann ist der nächste Schritt natürlich, dass die Animation gespielt wird. Das heißt, Bannhammer Doppelpunkt slash Animation. Damit haben wir jetzt schon mal das Optische geschafft. Ich drücke einmal auf Play, um es euch zu zeigen. Wir heben den Hammer auf, haben den Hammer und wenn ich Linksklick mache, macht er die Slash-Animation. Wunderbar. Und jetzt müssen wir die nächste Connection machen. Das heißt, wir sagen jetzt Bannhammer.connections.touch ist gleich Bannhammer.hammerkopf. Wir wissen ja, wir haben den Hammerkopf hier gegettet und extra nochmal geholt. Da oben hier Hammerkopf ist gleich Bannhammer Tool Find First Try Hammerkopf. Punkt touched Doppelpunkt connect. Und dann machen wir wieder eine Function. Und denn das hier ist dann die Funktion, was passiert, wenn das Ding getouched wird. Und dann nehmen wir einfach nur Bannhammer Doppelpunkt untouched. Und hier seht ihr, Bannhammer untouched will ein Hit-Part haben. Und dieses Hit-Part, das bekommen wir hier oben. Also schreiben wir hier oben einfach rein Hit-Part. Hier nennen die das Other-Part und das ist ein Base-Part. Und das stimmt auch. Wir können hier schreiben Doppelpunkt Base-Part und das würde stimmen. Brauchen wir an der Stelle nicht schreiben, weil das ist auf jeden Fall ein Base-Part. Und wir nehmen dann das Hit-Part und schieben es hier rein und damit ist dann Untouched da. Das bedeutet, wenn er dann getouched wird, haben wir hier oben ja schon gemacht, dann wird erstmal nach dem Spieler gesucht. Wenn wir den Spieler haben, dann wird er gekillt, gekickt, gebannt, je nachdem. Aber wir wollen ja, dass diese Connection dann auch irgendwann wieder weg ist. Und dafür sagen wir jetzt erstmal task.wait, Bannhammer.debounce, weil das ist der Debounce, wie lange wir warten, bis wir dann nochmal zuschlagen dürfen. Wir werden das so machen, dass die Connection sich selbst disconnectet, weil wir wissen ja, in untouched ist hier drin, self.connectionTouch wird disconnected. Das bedeutet, wenn wir mit dem Bannhammer jemanden schlagen, dann ist der Bannhammer sofort wieder ready, um den nächsten Schlag auszuteilen, weil touch disconnected wird. Aber falls wir jemanden schlagen, aber niemanden treffen, dann läuft das ja ewig durch. Und dann sagt er hier, wenn Touch connected ist, dann mach nichts mehr. Und das wollen wir nicht. Ich zeige euch das einmal. Ich gehe hier auf Play, nehme den Bannhammer hoch. Ich kann jetzt damit einmal schlagen, aber ich kann nicht mehr nochmal schlagen. Ich klicke die ganze Zeit wie ein Wilder, aber er schlägt nicht mehr. Ich halte mal meine Maus hier neben. Ihr hört es, ich kann nicht mehr zuschlagen, weil da ist ja gerade ein Debounce drin. Und der Debounce hört nie auf, deswegen warten wir jetzt diese Debounce-Zeit. Und wenn diese Debounce-Zeit rum ist, nachdem wir zugeschlagen haben, aber niemanden getroffen haben, sagen wir if not Bannhammer Doppelpunkt ist connected, touched, then return end. Also, wenn wir jemanden getroffen haben, ist das Ding ja nicht mehr connected und wir returnen zum Ende. Falls wir aber niemanden getroffen haben, ist das Ding ja immer noch connected. Und in dem Fall müssen wir dann einfach sagen Bannhammer.connections.touch Doppelpunkt disconnect. Und an der Stelle können wir auf jeden Fall sagen, machen wir einfach mal print, niemanden getroffen. Das wird dann reingeprintet. Wir drücken mal auf Play. Also haben wir hier den Bannhammer. Ich schlage damit einmal die Luft und nach 0,7 Sekunden sagt er niemanden getroffen. Und ich kann wieder schlagen. Ich kann alle 0,7 Sekunden schlagen. Und ihr seht, das ist immer noch sehr gut. Wir sehen aber immer noch, der Bannhammer collidet immer noch mit der Umgebung. Bam, 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 bam. Es ist cool, so wirkt er mächtiger. Aber, naja, wie gesagt, man bleibt halt manchmal hier an Sachen hängen und kann sich nicht richtig bewegen. Also kommen die nächsten Connections zum Spiel. Dafür kopiere ich mir einfach mal diese Connection hier, gehe dann wieder eine Zeile nach unten, paste das hier rein und lösche hier alles raus. Und dann sagen wir Bannhammer.connections.equipped nehmen wir jetzt. Und dann sagen wir Bannhammer.tool.equipped Doppelpunkt connect function. Das passiert dann, wenn man den Bannhammer ausrüstet und dann sagen wir einfach Bannhammer Doppelpunkt can't collide false. Weil wenn wir ihn ausrüsten, dann soll er nicht mehr colliden können. Und dann kopieren wir uns das Ganze, sagen dann statt equipped, unequipped und sagen hier auch tool.unequipped und dann sagen wir can collide ist wieder true, weil wir wollen ja, dass der Bannhammer nicht durch den Boden fällt, wenn er dann mal gedroppt wird. Wie zum Beispiel, wenn ein Unwürdiger ihn trägt. Wir drücken auf Play, heben den Bannhammer auf und ihr seht, der Bannhammer collidet nicht mehr mit der Decke, er steckt jetzt einfach in der Decke drin.
Ich kann sogar springen und er guckt dann kurzzeitig durch die Decke durch. Ich kann hier raufhauen und er haut durch den Boden kurz durch. Problemlos. Wenn ich ihn droppen könnte, man kann Tools in Roblox aktuell nicht richtig droppen, wenn sie zu groß sind. Aber er würde nicht durch den Boden durchfallen. Was ich euch eigentlich auch zeigen kann, indem wir noch einmal auf Test gehen und dann den Local-Server mit 3 Spielern hier starten, wovon ja 2 Spieler unwürdig sind. Also bin ich hier wieder mit Spieler 3, der unwürdig ist, hebe den Bannhammer auf, er wird dann... Und da ist er wieder. Er wird kurz Can't Collide False, dann wird er aber wieder Can't Collide True und dann ist er wieder da. Ich kann ihn nicht aufheben und jedes Mal sterbe ich, wenn ich ihn aufheben möchte. Natürlich, weil wir den Bannhammer kurz in den Replicated Storage packen, wird er kurz so unsichtbar und kommt dann wieder. Und ihr seht gerade, bam, 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 er wird immer wieder neu aufgehoben. Und das ist das Problem. Selbst wenn man als Spieler tot ist, kann man den Hammer immer noch aufheben. Und das ist richtig blöd. Und deswegen haben wir die Funktion so geschrieben, wie wir sie geschrieben haben. Weil sonst würde das richtig oft gespammt werden. Und in der Konsole würden dann auch ganz viele Errors stehen. Hier in der Serverkonsole seht ihr aber gar keine Error Messages. Wir können jetzt aber mal hier mit dem würdigen Spieler den Hammer aufheben, schlagen einmal in die Luft und hier wurde einmal geprintet, niemanden getroffen. Jetzt schlage ich aber zum Beispiel mal Spieler 3. Also ich kann ihn so berühren, gar kein Problem, funktioniert alles einwandfrei, aber wenn ich jetzt schlage, bam, wird er getötet und es wird nicht in die Konsole geprintet, niemanden getroffen. Das ist immer noch derselbe Print von vorhin. Wenn ich jetzt noch einmal schlage, dann printet er hier niemanden getroffen mal 2. Das funktioniert also einwandfrei. Der Hammer ist momentan auf Kill eingestellt, das bedeutet, er tötet alle Leute, wenn wir sie treffen, per One-Hit. Jetzt wollen wir nur noch, dass der Bannhammer als Bannhammer funktioniert. Dafür könnt ihr mit einem fertigen Bannsystem ihn natürlich einfach umstellen von Kill auf Bann. Wir können ihn auch auf Kick stellen. Wir wissen aber, dass es funktioniert. Ihr könnt es gerne testen mit Kick. Wir probieren es jetzt erstmal aus mit Server-Bann. Und wenn ihr dann funktionierendes Bannsystem habt, dann funktioniert der Hammer jetzt auch schon, weil wir haben ihn ja an das funktionierende Bannsystem mit angeschlossen. Das heißt, ich hebe den Hammer hier auf, dann töte ich einfach mal den Spieler und ich töte auch den Spieler hier. Und wir sehen, ich bin der einzige Spieler im Spiel. Ich gucke dann hier rauf und man sieht, you're a kick from this experience. You're banned from this server. Kaboom. Na gut. Aber ihr wollt natürlich wissen, wie man das macht. Deswegen zeige ich euch einmal grob, wie man einen Server-Bann macht. Wie man einen permanenten Bann macht, zeige ich euch in einem separaten Video. Darauf spreche ich später nochmal an. Aber hier haben wir jetzt Server-Bann und wir nehmen das hier einfach mal raus und schreiben stattdessen zum Beispiel sowas wie self.server-Buns, weil wir wissen, wir haben das hier oben einmal geschrieben. Wo haben wir es? Hier Server-Buns, weil wir uns schon darauf vorbereitet haben, dass wir das machen werden, ist ein Table. Und dann schreiben wir in eckigen Klammern Spieler ist gleich und hier können wir jetzt alles Mögliche reinschreiben, weil der Spieler ist ja hier jetzt schon eingetragen und ich packe da einfach mal den Grund rein, warum er gebannt wurde. Und der Grund ist jetzt leer. Wir können hier natürlich auch Kaboom reinschreiben. Als nächstes müssen wir den Spieler noch kicken. Und das ist ziemlich einfach. Wir schreiben einfach Spieler Doppelpunkt Kick. Und dann natürlich noch die entsprechende Message. You're banned from the server. Punkt, Punkt, self. Punkt, server buns Spieler. Und dann würde da stehen, you're banned from the server. Kaboom. So haben wir jetzt hier schon mal den Kick drin. Aber wir wollen natürlich, dass der Server-Bann auch funktioniert. Dass wenn der Spieler neu joint, dass er gekickt wird. Und dafür haben wir hier oben ja auch die Variable Players. Und wir haben uns auch die Connection Player Edit vorbereitet. Deswegen sagen wir jetzt einfach, wir kopieren uns einfach mal das hier oben, gehen hier runter und schreiben jetzt hier unten einmal bannhammer.connections.playeredit ist gleich players.playeredit Doppelpunkt connect function. Jetzt sagen wir einfach if bannhammer Doppelpunkt ist gebannt. Die Funktion haben wir uns ja auch schon vorbereitet. Spieler. Und den Spieler getten wir natürlich hier oben. Müssen wir natürlich noch einen Spieler reinpacken. Then Spieler Doppelpunkt kick. Und das wär's. Hier könnten wir jetzt reinschreiben, du wurdest von diesem Server gebannt. Lol, YOLO, was auch immer. Und es würde funktionieren. Auf dem Server, auf dem der Spieler dann mit dem Hammer gebannt wurde, kann der Spieler nicht mehr raufgehen. Auf einen anderen Server kann er jedoch noch raufgehen, aber dafür müssen wir das dann in Data Storage eintragen. Und dazu mache ich ein andermal ein Tutorial. Was ihr sicher dann noch haben wollt, ist, dass dieser Bannhammer in der Lage ist, zwischen den Modis zu wechseln. Sprich, dass man, während man im Spiel ist, auswählen kann, jetzt soll der Bannhammer einfach nur killen, jetzt soll er einfach nur kicken, jetzt soll er einfach Leute vom Server bannen und jetzt soll er Leute permanent bannen. Aber dafür müssten wir Punkt 1 von dem Tutorial nochmal anders machen. Wir haben nämlich in den Bannhammer nur ein Server-Script drin und das müssten wir dann wirklich mit per Client-Scripts machen. Dafür müssen wir das System ein bisschen umschreiben. Ihr wollt sicher wissen, wie man so ein Bannsystem schreibt. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir den Bannhammer so machen, dass man den Modus switchen kann, vielleicht mit einem GUI, vielleicht mit ganz normalen Keystrokes, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber da das ein bisschen mehr Aufwand wäre, jetzt so ein Tutorial noch für euch vorzubereiten, setze ich euch da auch ein Like-Ziel. Wenn ihr auf diesem Video 300 Likes schafft, und ich weiß, 300 Likes sind schwer zu erreichen bei meinen Videos, dann mache ich das Tutorial, in dem ich zeige, wie man den Bannhammer so programmiert, dass man während des Spiels den Modus von Kill auf Kick oder auf Bann switchen kann. Also Leute, vergesst nicht, das Video zu liken, damit wir das Like-Ziel auch erreichen können. Und wenn wir das Like-Ziel von 300 Likes erreicht haben, dann schreibt mir auch einen Kommentar, dass wir es gemacht haben, weil ich bin sicher, das wird so schnell nicht klappen. Deswegen
deswegen habe ich das hier mit Absicht zu hoch gepackt, weil ich habe nicht so viel Zeit, so viele Tutorials zu machen. Es tut mir leid, Leute. Aber das war's erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!